Ihr kennt das ja sicher. Ihr fahrt nachts auf der Landstraße heim und plötzlich ist niemand in der Leitung. Moment mal, falscher Film. Endlich wieder ein Itch.io-Horror-Game. 20 Minuten Gameplay, Immersion und Atmosphäre, VRS-Horror, ein Ending und eine Tankstelle. Was wollen wir mehr? Jedes Jahr verschwinden Tausende von Menschen in den Wäldern der United States und Straßen. Sie verschwinden ohne eine Spur. Niemand von ihnen oder ihre Hinterlassenschaften werden jemals gefunden. South Indiana. Wir dürfen endlich mal wieder eine geile Pixelkarre hier fahren. Nur eine Stunde noch. Was war denn das für ein Geklopfe? Haben wir wen im Kofferraum eingesperrt oder was? Gasgotch. Nee, da will ich erstmal was trinken hier. Ich sollte bald endlich aus diesem ganzen Mais hier rauskommen. Ah, oh, was haben wir denn da? Ein Brückchen. Schön langsam über die Brücke fahren. Eines Tages wird diese Brücke noch abstürzen und mich töten. Das glaube ich auch. Wahnsinn, hier Gasgotch. Okay, wir haben nicht mehr viel Sprit. Hoffentlich kommt wie durch einen Zufall bald eine Tankstelle, die bestimmt überhaupt nichts Wichtiges zu tun hat mit der folgenden Geschichte. Oh boy. Ey, jetzt ist das Radio kaputt. Hallo. Ach was, ach guck mal, eine Tankstelle. Was für ein Zufall. Ach, das ist komisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier eine Tankstelle war. Das ist aber eine schöne Mucke hier. Können wir aussteigen? Aussteigen einmal. The gas pump in the 36 Mart. I'm in Texas now. Sorry. 36er Mart. Okay, los. Pumpen. Okay. Diese Zapfsäule sieht alt aus. Ich denke, ich muss drinnen zahlen. Und das für ein geiler Beat. Okay, vielleicht sollten wir erstmal reingehen, bevor wir Party machen. Hallo! Hier ist ja nur ein Radio. Sieht aus, als wäre niemand hier. Sie müssen hinten sein. Restroom Key. Ne, den lassen wir erstmal liegen, würde ich sagen. Hallo! Ach, da ist abgeschlossen. Los, lass was mitnehmen. Oh, guck mal, Six-Two. Die wollte ich schon immer mitnehmen. Und Cookies, Junge, sind das Riesenpackung, Alter. Und salzige Nüsse! Sorry. Scheinbar müssen wir den Schlüssel nehmen. Jetzt muss ich nur noch den Restroom finden, aber ich muss doch überhaupt nicht, oder? Na gut, ich glaube, die sind immer draußen, ne? Das war doch so bei diesen Amerikaner-Tankstellen. Ich meine, man könnte auch einfach drinnen Eingang machen, ne? Aber nee, man muss wieder ganz gruselig hinter die Tankstelle laufen. Was ist das denn für ein Geräusch? Oh oh! Hä? Ich müsste hier einmal. Ah, hier! Das ist das Satansklo. Ich würde gerade auf eine Männertoilette. Danke. E2Piss. Alles klar. Oh mein Gott, kann ich steuern? Nö. Oh. Oh mein Gott, ich habe keine Beine! Was ist jetzt los? Shit. Mami. Was ist denn jetzt hier? Das ist kein... Was? Tape. Ich würde gern zu meinem Haus. Haus, Junge, zu meinem Auto. Ich möchte hier raus. Hallo und zu meinem Haus. Was ist hier los? Oh mein Gott, Insert. Ach, guck mal. Oh, jetzt sind wir wieder in der Tankstelle in der Kamera. 8. Juni 1985. Muss ich das wegmachen? Mob. Scheinbar schon. Hallo? Bin ich wieder alleine hier? Scheinbar. Ja gut, dann mobb ich das mal, oder? Komm jetzt hier.
Schön putzen. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Sehr widerlich. Bucket. Ja, immer schön ordentlich hier machen, ne? Wir wollen ja nichts verschmieren. Immer schön wieder sauber machen. Was ist das für ein Geräusch? Ich bereite mich darauf vor, gleich erschreckt zu werden. Warum muss ich hier eigentlich Tomatensaft aufwischen? Kann mir das mal wer erklären? Das ist bestimmt Tomatensaft. Was? Soll ich jetzt noch mehr aufwischen? Das stand aber nicht in der Berufsbeschreibung. In der Berufsbeschreibung vor allem. Was zum Teufel ist hier los? Mop. Mop, mop, mop. Moppity, moppity, mop. Alles wird geschrubbt. Guck mal, schön die Scheiben mit dem Wop mischen. Mit dem Wop mischen. Wop, wop. Das ist ja sehr rot, Alter. Oh, das macht er jetzt aber sehr langsam. Nein, bitte nicht. Was ist jetzt? Oh. Was rauscht denn hier vorne? Das Radio. Okay. Dann wollen wir doch mal. Ich kann das noch nicht. Wir müssen erst den Rest aufwischen, glaube ich. Ah, ist ja sehr geschickt gemacht von dir, dass wir schön vor der blöden Tür stehen, wenn wir das letzte aufwischen. Ich sehe doch schon, wo das hinläuft. Ah, Leute. Was tue ich nur für euch? Ach, was tue ich nur für euch? Lasst doch gerne mal einen Kommentar da, wenn ihr das irgendwie unterhaltsam findet. Oder ob euch diese Art von Spielen überhaupt gefällt. Weil das, was jetzt wahrscheinlich gleich passiert, das tue ich nur für euch! Okay, oder auch nichts. War noch wo Blut? Habe ich was übersehen? Muss ich das von der Wand wegwischen? Ja, nein. Mami, war schön, euch gekannt zu haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du Kacke. Warum ist da ein Hammer? Ich kann nichts tun. Hilfe. Was ist das? Ich will das nicht. Oh, roter Bildschirm, gruselig. Oh mein Gott, ist das dunkel. Chef, ich würde gern kündigen. Wir kommen jetzt in den Backroom. Will ich da wirklich rein? Oh mein Gott, ist das dunkel. Ach, was für ein Zufall! Die Tür ist auf! Wie schön! Ja, was ist das denn? Ist das eine Taschenlampe? Camcorder! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach, warum kann ich zoomen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn das jetzt hier? So groß war die Tankstelle doch überhaupt nicht. Padlock. Was ist das überhaupt für eine Tankstelle? Das ist nicht normal für eine Tankstelle. Hallo? Ich würde einmal die Nummer 2 bitte.
Search continues. Suche geht weiter für 5 vermisste Frauen. Das ist ja sehr schön. Hallo? Okay, Gott sei Dank ist dazu. Hallo? Ich wollte nur mal das Klo benutzen und dann... komme ich hier irgendwie rein? Nee. Weil da ist was, um es aufzumachen. Hallo? Sie sollten ihr Lager mal aufräumen. Das ist sehr unübersichtlich. Nee, mach das doch nicht. Guck doch bitte davor. Da ist irgendwas abgesperrt. Mein Herz, mein armes, armes Herz. Das ist der Hinterausgang, oder? Ja, ja. Min, ich lach nicht, find's nicht lustig. Okay, dann... Tut mir ja leid, war nicht so gemein. Dann schleichen wir uns jetzt hier durch, um an dieses Werkzeug zu kommen, ne? Bitte nicht, bitte nicht. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte hier nicht sein. Wirklich nicht. Nee, was machst du? Dreh dich doch nicht zur Seite. Bolzenschneider, nein. Mein kleiner Freund. Was? Was war das? Wer war da? Hallo? Oh mein Gott. Das muss der Typ sein, der hinter der Tür gewesen ist. Oh mein Gott, wir sind so tot. Oh mein Gott, vielleicht sind wir irgendwas schlimmer als tot. Was ist denn das hier, Alter? Nee. Oh, ah! Warum drehst du dich in die Richtung um, wenn hinter die Tür mit dem gruseligen Mann dahinter ist? Oh, der ist so lebensmüde. Das muss doch echt nicht sein. Oh, jetzt ist da hinten die Tür auf. Dann schätze ich mal, gehen wir jetzt hier raus, oder was? Das wäre geflüchtet. Ich riss es ab von unseren Ärmeln oder so. Es verschlung unsere Augen, um seinen eigenen verrückten Körper zu bauen. Das ist ja sehr beruhigend. Was steht hier? Mehrere Tote in Tankstellenfeuer. Ganz ehrlich, das klingt aktuell nicht nach dem schlimmsten Tod. Bitte, 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 bitte lass mich da einfach vorbeigehen. Oh nein, jetzt ist er hinter mir. Das will ich eigentlich auch nicht. Nein, dreh dich doch nicht zur Seite. Du Fettmannst. Guck doch nur einfach nach vorne. Alles für Ruhm, Reichtum und Haare. Wünscht mir Glück. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Kühlraum, natürlich, da. Oh mein Gott, was bist du denn? Warum drehst du dich zur Seite? Das ist eine Leiche, oder? Ohne Gesicht. Oh mein Gott, sieht das abgefuckt aus. Was ist das? Und warum gehe ich da überhaupt hin? Was mache ich denn jetzt mit der Box? Warum? Es wird gut, Philipp. Es ist nur ein Spiel. Ja! Taktchen.
Es guckt mich an. Ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ich muss nachher erstmal eine Beruhigungsmilch trinken, ey. Schätzelein, ich bin raus! Oh mein Gott, ist das unangenehm! Alter, mir wird gerade richtig warm! Oh mein Gott! Tschüss! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mir ist gerade so warm! Oh mein Gott! Ist euch auch so warm? Schreibt es in die Kommentare, ob euch warm ist! Na, Puppe! Oh, was ist das denn? Gar nicht wissen. Oh Gott. Oh mein Gott, warum ist das so dunkel hier? Jetzt ist es da hinten dunkel. Oh mein Gott. Was zum Fick ist das denn? What the fuck? War schön, sie kennengelernt zu haben. Was? Was passiert? Pull! Pull was? Das Licht! Oh mein Gott! What the fuck? Was ist das denn? Was passiert denn hier? Oh mein... Was? Ganz viele Tapes. Gib die mal alle her. Ich sammle sowas. Ich kann nicht mehr nehmen. Was zum... Teufel. Was ist das denn? Und jetzt? Eject. Ach, ich muss da sortieren, wa? Okay. What the fuck? Ach, wann ist dieser Albtraum endlich rum? Was ist das denn für ein Liminal Space hier, Alter?
Gott, das Licht hinter uns geht aus. Ich kann nicht schneller laufen. Ja, war schön, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 20 Mal gesagt. Oh, voll. Oh mein Gott. Ich glaube, den Moment sollte man genießen. Auf irgendeine verrückte, verdrehte Art und Weise. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Das klingt groß. Sowas von Backrooms-mäßig. Hallo? Haben Sie einen Schlüssel nach draußen zufälligerweise? Was zum Teufel ist das? Bitte säg mich nicht ab! Bitte säg dich nicht ab, oh Gott! Das ist doch keine Lösung! Kopfschmerzen hat die nie wieder. Sorry. Was zum Teufel? Okay, also, es kam keine Jumpscares. Das finde ich prinzipiell schon mal schön. Ach, scheiße, war das verstörend. Also, das hatte so richtig diese Backrooms-Feels, ne? Also, da muss ich auf jeden Fall noch mehr Backrooms-Games spielen, weil diese Stimmung in diesen Games ist einfach, also, du bist da, ihr müsst euch vorstellen, ich hab einen Curved-Monitor, ne? Der ist so ein bisschen gebeugt und dann hast du das Headset hier auf. Und dann ist es im Raum ansonsten relativ dunkel, also abgesehen von dem Licht hier, damit ihr diese komische Fratze hier sehen könnt. Aber wenn ihr dich da richtig reinversetzt, holla die Waldfee. Ja. Ich hoffe, ihr wart trotzdem unterhalten und konntet euch das gut reinziehen mit mir. Ja, bis zum nächsten Mal, ne?